Guten Morgen zusammen, ich bin Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde und in diesem Video möchte ich dir ganz gerne nahebringen, warum der Knoblauch hier, der gute, für mich nicht einfach nur irgendein Lauchgewächs, sondern tatsächlich Medizin ist. Wir beschäftigen uns in diesem Video natürlich wie immer mit Inhaltsstoffen und wie diese in ihrer Gesamtheit wirken. Wir werden erneut Zeuge der wundervollen Natur, wenn wir uns anschauen, was passiert, wenn wir diesen Knoblauch klein schneiden. Sensationell, Freunde. Und als Kirsche auf der Obsttorte machen wir zusammen eine Knoblauch-Zitronenkur, die deine Arterien frei pustet, die die Blutfettwerte senkt, den Blutdruck ebenfalls, die Fließeigenschaften des Blutes verbessert, die Gefäße erweitert. Falls du los musst, Knoblauch kaufen, kein Problem, kann ich verstehen, mach aus. Und darüber hinaus antimykotisch, also gegen Pilzinfektionen, antioxidativ und antibakteriell wirkt. Absolut abgefahren. Falls du dir jetzt denkst, überzeugt mich gar nicht, was der Typ da in dem sprechenden Gemälde erzählt, und außerdem habe ich erst letzten Monat was für meine Gesundheit getan, indem ich auf fettarm Joghurt umgestiegen bin und mir Rollerblades gekauft habe. Dem sei gesagt, drei Worte, da geht noch was. Vier. Alles klar. Und was da genau geht, das erfährst du nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Ding dong. Los geht's. Viel Spaß mit dem Video. Also bist du dabei? Bei der Knoblauch-Zitronenkur? Bist du dabei? Überlegst du noch? Gut. Vielleicht krieg ich dich jetzt. Der Knoblauch ist überhaupt noch gar nicht fertig. Der Knoblauch ist noch gar nicht fertig. Der Knoblauch kann ebenfalls Stress und Allergien lindern. Schwermetalle ausleiten, dafür sind die schwefelhaltigen Verbindungen zuständig, auf die ich dann im Frühjahr zu sprechen komme, wenn wir über den Bärlauch sprechen. Und darüber hinaus wird der Knoblauch zurzeit auf die Wirkung von Krebszellen erforscht. Bis jetzt dabei. Absolut abgefahren, Freunde. Und das Beste, und das absolut Beste, kommt wirklich zum Schluss. Und zwar, der Knoblauch hier kostet 99 Cent. 99 Cent. 99 Cent in Bioqualität. Und dafür, Freunde, kann man ruhig mal den Nachbarn wecken und Bescheid sagen. Ganz, ganz ehrlich. Also, ich muss den Applaus nochmal einspielen. Von 100 Videos habe ich 4-5 Mal den Applaus eingespielt. Der Knoblauch, der kriegt einen. Und der wird ein bisschen länger. Also, Applaus für den Knoblauch. Ruhig mal gerne aufstehen und mitmachen hier. Der Knoblauch wirklich absolut verdient. Absolut. Der Wahnsinn. Reicht jetzt. Ich habe noch einiges an Material mitgebracht. Und jetzt frage ich dich nochmal, bevor wir dann zu Inhaltsstoffen und Wirkung kommen, bist du dabei? Bei der Knoblauch-Zitronenkur? Bist du dabei? Mein absoluter Ernst, ich bin richtig gehypt. Gut, dann überleg halt noch. Und was meint ihr denn, wenn der Knoblauch so gute Eigenschaften zeigt, über die wir gerade gesprochen haben? Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerte, Stress, Allergien, all das, was wir gerade eben besprochen haben. Wenn er so gute Attribute und so gut eingesetzt werden kann bei bestehenden Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, was denkt ihr denn, was passiert, wenn ihr diesen Knoblauch hier klingelingeling vorbeugend konsumiert? Absolut abgefahren. Meine letzte Knoblauchkur ist nicht lange her. Und falls dir jetzt Gedanken kommen, Timo, ich folge dir jetzt schon ein bisschen und ich habe bisher wirklich jeden Kram mitgemacht, den du so erzählt hast. Ich ziehe Sprossen zu Hause. Die Leute gucken mich an. Ich sammle Kräuter. Freunde werden weniger. Wenn ich jetzt noch eine Knoblauch-Zitronenkur mache, dann bin ich ja ganz alleine. Und dazu kann ich dir Folgendes sagen. Superhelden sind immer alleine. Superhelden sind immer alleine. Und mal abgesehen davon, die Zitrone, also ich zeige jetzt eine Zitrone, falls du noch keine Zitrone gesehen hast. Hier, der absolute Hammer, Zitronen. Und Zitronen, durch die Zitrone kommt es zu keinerlei Geruchsbildung durch den Knoblauch. Gibt keine Ausreden mehr. Also bist du dabei? Würde mich echt freuen, wenn du dabei bist. Jetzt noch ganz kurz, kleiner Exkurs. Und zwar, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Ist mein Ernst. Ich möchte dir nur sagen, wir müssen ganz kurz über üblen Kram reden, wie Herzinfarkt oder aber Schlaganfall zum Beispiel. Zum Thema Schlaganfall. So ein Schlaganfall entsteht nicht, weil du einmal eine Currywurstpizza gegessen hast. Gibt's wirklich. Nicht weggeschmissen. Wirklich. Entsteht nicht einfach, weil du einmal schlecht gegessen hast. Die Dosis macht das Gift. Gönn dir ruhig mal was, wenn es sein muss. Es ist oft ein schleichender Prozess. So. Gedächtnis, also Gehirndurchblutungsstörungen passieren
passieren oft schleichend. So, dann wird dir mal ein bisschen schwindelig, dann hast du weniger Leistung, natürlich, wenn das Herz-Kreislauf-System nicht ordentlich funktioniert, nicht gut durchgepustet ist, du damit nicht so gut umgehst, dann kann sowas wie Merkfähigkeit nachlassen, die geistige und körperliche Leistung. Es passiert also schleichend. Und unser Körper, ich würde am liebsten schon wieder einen Applaus einspielen, weil ich genau weiß, was ich jetzt sage. Unser Körper ist so gut, ist so gut. Der kann Kollateralkreisläufe bilden. Das heißt, wenn irgendwo Engstellen sind, weil das Arterienlumen sich immer verkleinert, von normal durchgepustet hier, hallo, wir haben ordentlich Energie, Herz kann ordentlich durchblutet werden, Gehirn kann ordentlich durchblutet werden, beides wirklich mittelmäßig wichtige Organe. So, und wenn sich das immer weiter verengt, dann muss erstens das Herz gut arbeiten, dann entsteht sowas wie Altersherz. Ja, ganz genau, Altersherz. Ist nicht Altersherz. Das Herz reagiert mit Wachstum, weil es immer mehr arbeitet, immer mehr pumpt. Es pumpt sowieso schon so viel Blut Zeiten unseres Lebens durch unseren Körper, aber es muss halt mehr arbeiten. Und wenn sich das Arterienlumen immer weiter verengt und dein Körper immer schlechter und deine Organe immer schlechter mit Blut versorgt werden, dann kommt irgendwann das eine zum anderen. Das ist halt so. Und wenn diese Engstellen im Körper entstehen, dann kann der Körper noch reagieren. Noch kann der Körper reagieren und bildet Kollateralkreisläufe, also umgeht diese Engstellen im Körper. So, weil unser Körper schon ziemlich gut gemacht ist. Aber irgendwann, und das ist die Pointe dieser kurzen Geschichte, erliegt unser Körper der westlichen Welt. Die westliche Welt mit ihrem Lebensstil gewinnt in dem Fall. Weil kaum einer, vielleicht gar keiner in unserer Welt, eines natürlichen Todes stirbt. Ganz genau. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist wie eine Seuche. Das ist wie eine Seuche. Und wir hier, Dingedong, haben es in der Hand, gesund zu leben. Also tu dir mal was Gutes und sei dabei bei der Knoblauch-Zitronen-Kur. Hans Bock oder was? So, jetzt folgendes. Wir sprechen über Inhaltsstoffe und gleichzeitig zeige ich euch wieder etwas Wunderbares, was Wundervolles. Und zwar die Natur. Während ich das rede, eigentlich zeige ich euch immer Wundervolles, weil die Natur einfach so zauberhaft ist. So, die Prozesse, die in der Natur ablaufen, einfach nur in die Natur zu schauen, ist faszinierend, faszinierend. Und eigentlich mache ich hier gar keine Arbeit. Das ist ein Heimspiel. Ich brauche nur lesen, rausgehen, lernen, reden. Das ist keine Arbeit, das ist ein Privileg. Und ich danke hier an dieser Stelle, weil ich jetzt gerade Dankbarkeit verspüre, jeden, der mir zuschaut. Absolut gut. Sender, Empfänger, läuft. Richtig schön. So, und der Knoblauch hier enthält Schleimstoffe. Zum Beispiel natürlich enthält der Knoblauch Vitamine. Steroide, auf jeden Fall. Und der Knoblauch enthält Alin. Und Alin ist räumlich durch Zellwände getrennt von Alinase. Alles mit Ase am Ende ist immer ein Enzym. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, wenn wir hier zum Beispiel diesen Entsafter 5000 nutzen, den kennt ihr aus meinem Brennnessel-Video, aus meinem letzten Brennnessel-Video, und wenn wir den benutzen, um den Knoblauch, hier schon mal was fertig gemacht, zu zerkleinern, dann trifft Alin auf Alinase und es entsteht der, würde ich sagen, potenteste Inhaltsstoff im Knoblauch, das Allicin. Und deswegen ist es fast traurig, wenn man den Knoblauch jetzt so ins heiße Essen pressen würde. Denn Enzyme denaturieren, das heißt gerinnen in der Hitze und sind dementsprechend wirkungslos. Du hast dann noch natürlich Vitamine, die hitzeempfindlich sind, also die hitzebeständig sind. Und du hast natürlich auch noch Nährstoffe und den wunderbaren Geschmack. Und darum geht es den meisten ja. Aber der Knoblauch schmeckt ganz genauso, wenn du darauf achtest, den Knoblauch erst zu verarbeiten und dann ruhig ein bisschen ruhen zu lassen. Ne? Also zerdrücken, ruhen lassen und später dem Essen hinzugeben. Das ist mein erster Tipp. Bei einer Knoblauch-Zitronen-Kur kann uns das nicht passieren, weil wir gleich alles zusammen mixen. Die ganze Sache kann arbeiten. Mixen noch besser als pressen. Und der absolute Endgegner, entsaften. Entsaften. Ähnliche Prozesse habe ich euch erzählt. Mit ähnlichen Prozessen habe ich euch in dem Brokkoli-Sprossen- oder Kreuzblütler-Video gelangweilt.
und euch da ebenfalls von diesem wunderbaren Prozess von Glucuraphanin und Myrosinase erzählt, wo dann potentes Sulforaphan entsteht. Und wieder der potenteste Stoff entsteht nur dann, wenn du die ganze Sache arbeiten lässt, wenn du Geduld mitbringst. Ich weiß, wir haben alle keine Zeit, aber bringen wir Geduld mit, werden wir dafür belohnt. Genau. So, das waren die Inhaltsstoffe und ich hoffe, ich konnte dir nahebringen, dass wenn du nicht dabei bist, was ich sehr, sehr schade fände, bei der Knoblauch-Zitronenkur, bist du dabei? Schon gefragt, was machst du denn hier? wenn du nicht dabei bist, dass wenn du den Knoblauch verarbeitest, dass du auf jeden Fall darauf achtest, dass du die ganze Sache ein bisschen ruhen lässt, bevor du das deinem Essen hinzufügst. Ganz genau. Und jetzt kommen wir, denke ich schon, zu der, weiß nicht, ob schon oder erst, das ist immer von welcher Warte aus man guckt, für mich vergeht die Zeit hier wie im Flug, wir kommen jetzt zu der Herstellung des Zaubertranks, den wir heute zusammen machen. Aus platztechnischen Gründen machen wir das mit der Knoblauch-Zitronenkur auf dem Boden. Ich hoffe, es ist okay. So, und jetzt kommen wir zu dem Hauptdarsteller in diesem Teil des Videos, das Brettchen. Geht los jetzt. Anleitung Knoblauch-Zitronenkur. Ich hoffe, du bist dabei. Sochen, für die Zitronen-Knoblauchkur brauchen wir circa 30 Knoblauchzehen und 5 geschälte Bio-Zitronen. Knoblauch am besten auch Bio. Genau. So, die Zitronen werden erstmal zerkleinert. Mache ich eben. Dann kommt das Ganze in den Mixer. Nein, er ist nicht dreckig, ist alles. Chlorophyll geht nicht mehr ab. Ist schon lange im Einsatz. Guter Mixer. So, dann kommt das Ganze, die 30 Zehen und die Zitronen, die zerteilten, in den Mixer. Das Ganze sieht dann so aus. Und während das Ganze ruhig ein paar Minuten durchgemixt wird, kannst du auch einen Pürierstab nehmen, lässt du im Hintergrund 1 Liter Wasser, gereinigtes Wasser, bringst du im Hintergrund zum Kochen. So, ein bisschen wenig Licht hier, das ist der Mixer, sonst könnte man da durchgucken. Das sieht aus, der hat mir schon gute Dienste geleistet. So, das Ganze lasse ich jetzt erstmal so 2-3 Minuten durchmixen und im Hintergrund lasse ich 1 Liter Wasser langsam zum Köcheln bringen. So, darf ruhig einmal aufkochen. Los geht's! Das Ganze ist fertig. Wasser kocht. Jetzt werden wir diese Masse dem Wasser zugeben. Ganz einfach so. Schatz, ich habe gekocht. Den Herd ausmachen, auf jeden Fall. Das muss nur einmal ganz kurz wallen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt seien wir zusammen ab. Komm mal mit. Da haben wir eine Schüssel, die groß genug ist. Dann nehme ich immer so ein Stahlsieb. Packe da ein Leintuch drüber. Und dann kippe ich das Ganze jetzt da rein. Verbrennt euch nicht. Das ist übrig geblieben. Und das ist das Ergebnis. Das ist übrig geblieben. Ergebnis. Sieht übrigens gut aus, oder? Das sieht aber auch nicht schlecht aus eigentlich. Ich probiere mal. Ist gar nicht schlecht. Könnte einen Schuss scharfe Soße vertragen, aber ansonsten gut. Gut. Jetzt kommen wir zur Anleitung der Knoblauch-Zitronenkur. Du trinkst einfach über 3 Wochen hinweg nach jeder Mahlzeit ein Likörglas. So sieht's aus. Und dann machst du eine Woche Pause und dann wiederholst du das Ganze für 3 Wochen. Insgesamt machst du also 6 Wochen die Kur und machst einen Break in der Mitte, eine Woche Pause. Du solltest natürlich diese Knoblauch-Zitronenkur nicht anwenden, wenn du Blutverdünner, sowas wie Makoma, zu dir nimmst. So sieht's aus. Und kommt es zu erhöhter Hämatomneigung, also blaue Flecken, dann solltest du die Kur ebenfalls abbrechen. Was nicht oft passiert, ich sage es aber nur dabei. Ich fülle mir das jetzt hier in diese Milchflasche. Ja. Sieht auch aus wie Milch ein bisschen. Hoffe, verwechselt keiner, aber hier wohnt gar keiner außer mir. So. Ich fülle mir das jetzt hier rein und trinke jeden Morgen bzw. Mittag, ich frühstücke ja nicht, das wird meine erste
Mahlzeit des Tages werde ich mir einen Schluck aus dieser Flasche hier gönnen. Und sollte die Flasche nicht reichen, gar kein Problem, mache ich das Ganze nochmal. Aber du, wenn du empfindlichen Magen hast oder das Ganze zum ersten Mal startest, das ist nicht meine erste Knoblauchkur, dann solltest du das Ganze nach einer Mahlzeit in Form eines kleinen Likörglases zu dir nehmen. Ich habe so ein Glas ähnlich, deswegen gibt es von mir, wie gesagt, auf nüchternen Magen, weil alles, was du auf nüchternen Magen zu dir nimmst, erhöht sich in der Wertigkeit. Fülle ich jetzt mal eben hier rein. Gut, das denke ich, wird für meine ersten 3 Wochen reichen und dann mache ich mir nochmal so einen Zaubertrank hier. So sieht's aus. Das war die Anleitung, das Ganze einmal im Jahr machen und die Arterien durchpusten. Erste Sahne. Danke fürs Zusehen. Jetzt mal riechen. Ich habe noch was zu verschenken und was zu teilen. Und zwar meine Gedanken. So sieht's aus. Gibt's wieder Andacht mit Timo. 2 Minütchen. Diesmal ein Herzensthema von mir. Und zwar ohne dieses Thema, wenn ich mich damit nicht beschäftigt hätte, würde ich nicht hier stehen. Das nochmal so ganz kurz vorweg. Gesunde Ernährung, Bewegung, Naturleben, tolle Sache. Ich bin Fan. Aber das Ganze ist nicht annähernd so viel wert, wie es sein könnte, wenn du im Dauerstress lebst. Und ich möchte direkt auf den Punkt, auf den Kern, auf die Quintessenz kommen. Jeder ist für sein Stresslevel eigenverantwortlich. Das bedeutet, du bist verantwortlich für dein Stresslevel. Und nein, ich weiß nicht, ob du im Schichtdienst arbeitest und wie sehr dich deine Frau stresst. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jeder kann was dafür tun. Jeder kann auf seinen 3 Quadratmetern arbeiten, sich hinsetzen, autogenes Training, Yoga, Meditation. Und Meditation, absolute Empfehlung von mir. Ich mache wieder Werbung dafür, aber Meditation schafft dir eine liebevolle Rüstung gegen die stressige Welt da draußen an, sag ich mal so in meinen Worten. Ganz kurz zum Stress. Stress kann dein ganzes System lahmlegen. Dein Hormonsystem, dein Nervensystem, die fest miteinander verbunden sind, die zusammenarbeiten. Stress stellt die Arterien eng, wenn du gestresst bist. Stress kann den Cholesterinwert im Blut um 65% erhöhen und die Triglyceridwerte in deinem Blut um 111%. Wenn die Zahlen falsch sind, blende ich die richtigen ein. Oder ich tue sonst, hätte ich recht. Nein, ich blende die richtigen ein. Das musst du überlegen. Das macht Stress, Dauerstress mit deinem Körper. Das musst du dir mal reinziehen. Und jetzt komme ich zum Kern. Der meiste Stress, den wir so haben, der entsteht durch unsere eigenen Gedanken. Durch unsere eigenen Gedanken. Und wenn du es schaffst, dich hinzusetzen, deinem Körper zu befehlen, setz dich hin. Geist über Körper ist so wichtig. Geist über Körper. Nicht der Geist folgt dem Körper. Wie so ein, ne? Wie heißen die nochmal hier? Zombie. Wenn du deinem Körper befiehlst, sich hinzusetzen und im Hier und Jetzt zu sein, sei es durch ein Mantra oder indem du ganz einfach auf deine Atmung achtest. Es dürfen Gedanken kommen. Erwarte nichts, erwarte in einer Meditation gar nichts. Ich erkläre es alles in meinem Video, auch auf wissenschaftlicher Basis, was in dir passiert und in deinem Leben passiert. Du kreierst gute Gedanken, weil du die schlechten Gedanken, die du Tag für Tag und Jahr für Jahr, jeden Tag die 95% derselben Gedanken wie am Vortag. Es ist halt einfach so, wenn du einmal 30 Jahre alt geworden bist, dann wiederholen sich die Gedanken in den nächsten Tag. Und du fängst an im Außen wie so im Affekt zu reagieren auf Menschen, die dir nicht passen, auf einen Stau, auf eine Parklücke, die weg ist. Du fängst an, über Situationen im Außen zu urteilen mit deinen Gedanken, was dir nachher Stress und schlechte Chemie im Körper verschafft. Situationen, die du gar nicht ändern kannst, die du gar nicht ändern kannst. Nur du kannst dich geschmeidig für diese Situation machen, indem du dich hinsetzt und meditierst. Ich wäre nicht hier ohne die Meditation. Ich wäre nicht hier und würde hier lustig in dieses Gerät reinquatschen. Ich brenne genau dafür. Das ist Teil meiner Kräuter- und Sprossenarbeit hier. Ich möchte genau das teilen, dass die Leute, Menschen wie du, in die Eigenverantwortung gehen. So, ich komme jetzt mal wieder, komm mal runter, Timo. Aber es ist so, so übertrieben wichtig, seine Gedanken trennen zu können und zu wissen, dass die Gedanken, das nur Blabla, Gedanken sind, deine ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast in deinem Leben, deswegen wiederholen sich Gedanken auch immer wieder. So, glaub deinen Gedanken nicht. Erwisch dich einfach dabei, durch die Meditation, dadurch, dass du dich hinsetzt, auf deinen Atem achtest und Gedanken reinkommen. Und mit jeder Meditation klappt es besser. Ach, da ist der Gedanke, ja, ich habe Hunger. Ach, die Pizza, die ich gerade gekauft habe. Ja, oh, Stress und mein Chef, oh, was ein Arschloch. So, das alles fällt dir nach und nach auf und du überträgst es in dein Leben. Das heißt, diese Schallplatte, die da ständig abläuft, jeden Tag aufs Neue, da musst du wirklich rausfiltern, ob du jetzt deinen Gedanken erlaubst, in dieser schlechten Chemie zu kommen und in diesen Stress zu kommen, was dein System lahmlegen kann, oder ob du die vorbeiziehen lässt und dir denkst, so, ja, okay, ja, ja,
Normalerweise wollte ich mich jetzt aufregen, aber ist mir gerade aufgefallen, so bringt ja eh nichts. Ich stehe ja trotzdem hier und warte auf dem Parkplatz. Ich stehe ja trotzdem im Stau. So, ich kann den Menschen halt nicht ändern. Dann trägt er halt diese rote Hose zur grünen Jacke. Was ist los? So, das heißt, du kannst in die Eigenverantwortung gehen, du kannst dich hinsetzen, du kannst meditieren und dein Leben davon mit jedem Tag mehr profitieren. Ich feiere es. Die Gehirnströme, die Beta-Wellen in deinem, die Beta-Wellen in deinem Gehirn, die aussehen wie eine stürmische See, kannst du runter meditieren. Du kannst dich gechillt meditieren. Und es kommt der Tag, wo du irgendwo stehst und dir wieder jemand auf den Kopf kackt und du einfach sagst, danke für den Hut. Danke für den Hut. Und wenn du dich da hinsetzt und meditierst, ist eine sehr lange Geschichte geworden, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo du gute Gedanken kreierst. Und dann fängt an, das Leben sich zu füllen. Fülle entsteht. Du ziehst gute Leute an. Du ziehst gute Situationen an. Jetzt habe ich noch was zu verschenken. Und zwar, heute ist es ein Lied. So, ich fange einfach an. Hab keine Angst. War Spaß. Hab kein Lied zu verschenken. Ich habe Coenzym Q10 zu verschenken auf liposomaler Basis. Dieses Supplement ist ein, ich sag's in meinen Worten wie zum Knoblauch, das ist für mich Medizin. Und sollte, weil der Spiegel drastisch ab dem 20., 25. Lebensjahr sinkt, sollte ab da Q10 genommen werden in unserer stressigen westlichen Welt. Die Zündkerze für dein Herz. Kann die Herzarbeit, die Herztätigkeit verbessern, kann gegen Extrasystolen, diese Herzstolperer, vorgehen, ist Teil der Atmungskette. Dieses Supplement hat mir Energie gegeben, ohnegleichen. Gehört zu meinen 5 Supplementen oder 6, die ich unter meinen Videos verlinkt habe, die ich täglich nehme, Freunde, und die mir einen absoluten Mehrwert bringen. Ganz genau. Zudem, natürlich, puffert freie Radikale. Starkes Antioxidans im fettlöslichen Bereich. So sieht's aus. Das ist Q10, das gibt's heute. Und das Lösungswort, der Lösungssatz ist, ich bin dabei. Ich bin dabei, ganz genau. Und dann suche ich mir wieder jemanden aus, der das gewinnen kann. Ja, von Herzen, fürs Herz, sozusagen. Das war's mit dem Video. Esst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Lasst mir ganz gerne meinen Lohn da, den Daumen nach oben. Und ja, das war's. Bis demnächst. Hab die Ehre.